guten Tag. Mein Name ist Regula Hüppi. Wir sind hier bei uns im historischen Hotel Ofenhahn, mitten im Landschaftspark Binntal. Heute haben wir ganz besondere Gäste bei uns, nämlich Krimi-Fans von überall her. Was im Landschaftspark Binntal seit Jahrhunderten geschieht, das ist der Stoff, aus dem die ganz grossen Geschichten sind. Heute fängt der Kriminalfall gemütlich bei Kaffee und Kuchen an. Blut auf einem Stein mit einem Pinsel Fingerabdrücke suchen, also finden. So richtig suchen als Detektiv fühlen, so Sachen können machen, die man eigentlich sonst nicht macht. Ja, es geht gespässiges vor im Windtal. Da ist mir das so hingeführt worden, an verschiedenen Stationen. Und das waren natürlich auch tolle Wanderungen. Und weil ich gerne wandere, war das also für mich eine Erholung. Wir haben fast die ganze Ortschaft von Bin gesehen. Aber es ist ein Mordfall passiert. Es ist sehr viel Information im Moment, die da rumgeistert. Und wir sind jetzt probieren, ein bisschen zu sortieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird aus einem Beziehungsdrama so ein bisschen so resultiert. Es ist sehr verstrickt, muss ich sagen. Das Binntal war immer schon ein besonderer Fall. Man hat gehandelt, man geschmuggelt. Und bis heute erzählt man sich die wildesten Geschichten der Schmugglerei. Irgendwann hat der Forscher das Binntal entdeckt. Man hat erkannt, dass das Binntal reich ist an Bodenschätzen. Heute hat der Landschaftspark Binntal immer noch ganz eine grosse Ausstrahlung. Und wir sind stolz auf die kleinen Weltwunder hier im Landschaftspark Binntal. Und es freut mich, dass heute die wunderbare Landschaft von Kulissen sein darf, von spannenden Krimi-Abenteuer. 19 Schweizer Perken laden alle ein, ihre kleinen Weltwunder zu besuchen.